Dieses Bild kursierte 2019 im Internet. Viele Menschen hielten es für ein Fake, weil sie derartiges noch nie gesehen haben. Doch diese Schildkröte ist kein Einzelfall. Tiere mit zwei Köpfen, auch bekannt als Dizephalie, sind seltene Anomalien, bei denen ein Tier zwei vollständig entwickelte Köpfe auf einem einzigen Körper hat. Diese seltenen Fälle treten normalerweise bei Wirbeltieren auf, insbesondere bei Reptilien und Vögeln. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Fälle von Dizephalie meist keine lange Überlebenszeit haben, da sie oft mit verschiedenen physischen und psychologischen Herausforderungen konfrontiert sind. Ein bekanntes Beispiel für ein Tier mit zwei Köpfen ist das Axolotl, eine Art der Schwanzlurche, die in Mexiko heimisch ist. Ein Axolotl mit zwei Köpfen wurde 2016 in einem Labor in den USA entdeckt. Es handelte sich um zwei vollständig entwickelte Köpfe, die aus einem einzigen Körper herausragten. Leider überlebte dieses Dizephal nicht lange nach seiner Entdeckung. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist ein zweiköpfiges Krokodil namens Janus, das in den 1970er Jahren in Florida gefunden wurde. Es wurde nach dem römischen Gott Janus benannt, der zwei Gesichter hatte. Dieses seltene Reptil hatte zwei vollständig entwickelte Köpfe mit unabhängigen Gehirn, aber ein gemeinsames Verdauungssystem. Janus erlangte weltweite Berühmtheit, als es in einem Schaukasten in einem Privatpark namens The Sanibel Islands Bailey Matthews National Shell Museum ausgestellt wurde. Neben diesen eher bekannteren Tieren möchten wir euch jetzt noch im Schnelldurchlauf weitere zweiköpfige Tiere vorstellen, bevor wir am Ende noch zur zweiköpfigen Schildkröte kommen. Es wurden mehrere Fälle von zweiköpfigen Schlangen verschiedener Arten gemeldet. Ein bekanntes Beispiel ist eine zweiköpfige Königsnatter namens W und Z, die 2002 in den USA gefunden wurde. Obwohl Katzen mit zwei Köpfen äußerst selten sind, wurden in der Vergangenheit einige Fälle dokumentiert. Solche Anomalien bei Katzen werden normalerweise als Januskatzen bezeichnet. Es gibt gelegentlich Berichte über Rinder, die mit zwei Köpfen geboren wurden. Solche Fälle wurden bei Kühen und Büffeln festgestellt. Im Jahr 2007 wurde in Kanada ein zweiköpfiger Weißkopfseeadler entdeckt. Dieser beeindruckende Greifvogel hatte zwei voll entwickelte Köpfe, die aus einem gemeinsamen Hals kamen. Es gibt Berichte über zweiköpfige Echsen, die entweder in der Wildnis oder in der Gefangenschaft entdeckt wurden. Diese Echsen können verschiedene Arten umfassen, wie Geckos oder Leguane. 2011 wurde ein einzigartiger Fall eines zweiköpfigen Haifisches gefunden. Es handelte sich um einen Dornhai, der mit zwei vollständig entwickelten Köpfen geboren wurde. Es gibt seltene Berichte über zweiköpfige Frösche, die mit zwei vollständig entwickelten Köpfen entdeckt wurden. Bevor wir zu der Zweiköpfchen-Schildkröte kommen, schauen wir uns an, wie diese Tiere überhaupt überleben können und wie sie ihren Körper steuern. In vielen Fällen führt eine genetische Anomalie dazu, dass einer der Köpfe nicht vollständig entwickelt ist oder nicht überlebensfähig ist. Wenn dies geschieht, wird der überlebende Kopf normalerweise die dominante Rolle übernehmen. Das abgestorbene Kopfende wird oft durch den Körper abgebaut und durch spezielle veterinärmedizinische Maßnahmen entfernt, um das Überleben des überlebenden Kopfes zu sichern. Es ist wichtig zu verstehen, dass zweiköpfige Tiere nicht dasselbe Bewusstsein haben wie normale Tiere. Ihre Gehirne können miteinander verbunden sein oder getrennte Gehirne haben, was zu unterschiedlichem Verhalten führen kann. Einige zweiköpfige Tiere zeigen jedoch unterschiedliche Reaktionen auf Umweltreize und interagieren auf ihre eigene Weise mit ihrer Umgebung. Die Funktionalität eines zweiköpfigen Tieres hängt von der Art und Weise ab, wie ihre Köpfe miteinander verbunden sind. Wenn die Gehirne getrennt sind, kann jeder Kopf unabhängig voneinander agieren. In einigen Fällen kann dies zu Problemen führen, da die Köpfe miteinander konkurrieren oder sich in ihrer Bewegung behindern können. Bei miteinander verbundenen Gehirnen ist die Situation komplexer und die Tiere müssen eine koordinierte Bewegung finden, um zu überleben. Kommen wir nun zur zweiköpfigen Schildkröte Janus. Am 3. September 1997 wurde Janus im Genfer Naturkundemuseum geboren. Janus ist ein männliches Tier und erhielt seinen Namen wie das vorhin genannte Krokodil, in Anlehnung an den zweiköpfigen römischen Gott Janus. Normalerweise verstecken Schildkröten in freier Wildbahn ihre Köpfe und Beine unter ihren Muscheln, um sich vor Raubtieren zu schützen. Doch aufgrund seiner Köpfe hatte Janus nicht genug Platz, um sich in seine Schale zurückzuziehen. Dies führte dazu, dass er nur in Gefangenschaft langfristig überleben konnte. Darüber hinaus waren seine Bewegungen nicht vollständig koordiniert. Die beiden Köpfe versuchten möglicherweise entgegengesetzte Richtung einzuschlagen, wodurch die Schildkröte eher rutschte als lief und es schwer hatte, sich zu erholen, wenn sie aufgrund ihrer Fehlbildung auf den Rücken fiel. Dennoch verdankte Janus seine beachtliche Lebensdauer der liebevollen Pflege seiner Betreuer. Durch eine optimierte Ernährung, lauwarme Bäder, UV-Sitzungen, Spaziergänge und Massagen konnten sie ihn gesund halten. Es ist wichtig zu betonen, dass Tiere mit zwei Köpfen selten und in der Regel viele gesundheitliche Probleme haben, die es ihnen schwer machen zu überleben. Die meisten dieser Fälle werden entweder totgeboren oder überleben nur für kurze Zeit nach ihrer Entdeckung. Solche Anomalien können durch genetische Mutationen oder Umwelteinflüsse während der Embryonalentwicklung verursacht werden, aber die genauen Ursachen sind oft schwer zu bestimmen. Die wissenschaftliche Erforschung solcher Fälle kann dazu beitragen, ein besseres Verständnis von Entwicklungsstörungen und genetischen Variationen bei Tieren zu gewinnen. YouTube denkt, dass dir das linke Video gefallen würde. Schau es dir an und lass mich wissen, ob sie recht hatten.